Die Lehrerin hat uns vieles beigebracht. Der Unterricht mit Tablets noch mehr Spaß uns macht. Das World Wide Web uns dann oft entsteht. Die Stunde mit genialer Art vorübergeht. Consulting und Wirtschaft sind für uns noch fremde Worte. Die Zukunft führt uns an unbekannte Orte. Nun werden wir uns richtig auf sie vorbereiten und fragen euch, wollt ihr uns begleiten? In der Europamittelschule Strasshof wurden durch eine Kooperation zwischen der Schule und der Wirtschaftskammer Niederösterreich jetzt die besten Voraussetzungen für eine Digitalisierung im Unterricht geschaffen. Die komplette 3A wurde dabei mit neuen Tablets ausgerüstet. Uns ist es wichtig, dass unsere Jugend eine optimale Ausbildung bekommt. Und das heißt ganz einfach, dass sie auch die Betriebsmittel brauchen. Und das ist nun einmal hier die Tablets. Weil die Jugend ist jetzt in einem Alter, wo sie sich schon überlegt, welche Ausbildung mache ich einmal. Mit diesem Alter zwischen 12 und 13 ist es sehr wichtig, die Kinder hier auf das Berufsleben intensiv vorzubereiten. Und daher aufgrund unserer Digitalisierungsmaßnahmen, die wir schon seit vielen Jahren, besonders in der Sparte Information und Consulting setzen, ist es wichtig, dass die Kinder auch den Umgang mit den digitalisierten Medien kennenlernen können. Bis zum Sommer 2019 werden gemeinsam mit den Fachgruppen der Sparte Information und Consulting konkrete Akzente im digitalisierten Lernen gesetzt. Die Schüler lernen damit von Beginn an, das neue Medium verantwortungsbewusst einzusetzen. Digitalisierung ist in der Klasse angekommen. Die Kinder wissen, was im Unterricht gefragt ist, was die Lehrer möchten. Ich habe im letzten Jahr in den iPad-Klassen keinen Ärger. Kinder wissen genau, wie sie mit den neuen Medien umgehen. Es gibt keine Störungen. Lehrer, Schüler, Eltern, alle sind zufrieden. Durch den Einsatz der neuen Tablets haben die Schüler die Möglichkeit, lebensnahe Inhalte eigenverantwortlich zu erarbeiten, ohne dabei die Lust am Lernen zu verlieren. Bei uns werden die Tablets in allen Fächern eingesetzt, ganz speziell natürlich in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Und da sollen die Schüler sehr lustbetont an verschiedenen Themen arbeiten und sich einzelne Themen sogar selber erarbeiten oder Wissen vertiefen anhand von verschiedenen Apps, wo sie Fragen beantworten sollen. Und da merken sie oft gar nicht, dass sie lernen. Also ich werde es wahrscheinlich im Unterricht sehr oft benutzen. Zum Beispiel, wenn wir Kahoot benutzen, das ist so eine Quiz-App, wo der Lehrer ein Quiz erstellt und dann können wir es mit dem Tablet beantworten in dem Sinne. Ja, in Englisch, denn da könnten wir Dictionary benutzen. Das kann man auf Google nachschlagen und damit kann man dann halt neue Wörter lernen und somit auch sich verbessern in Englisch. So werden die Schüler schrittweise von Konsumenten zu Produzenten individueller und qualitätsvoller Lernprodukte und sind hervorragend für kommende berufliche Herausforderungen gerüstet. Denn wir sollten nicht die Welt auf die Schüler vorbereiten, sondern die Schüler auf die Welt.